Hallöchen und willkommen zurück zu Monster Train, wo wir natürlich wieder eine weitere Daily-Herausforderung machen. Oh ja, was gibt's denn heute für uns? Die Höllenhörner und die Erweckten, beides in der zweiten Variante, nein, in der Standardvariante. Der Hornbrecher-Prinz, sind wir im Frankeländle oder was? Ja. Und die Erweckten als Nebenstamm, geht klar. Gut vorbereitet. Füge deinem Anfangsdeck 12 zusätzliche zufällige Karten hinzu. Nicht aus der Bahn zu bringen. Dein Pfad auf der Karte wird automatisch ausgewählt. Und alle Einheiten kommen mit 3 Lebensraub ins Spiel. Was, glaube ich, aber auch auf die Gegner zutreffen wird. Na, mal gucken, was kriegen wir hier? Dampf ablassen ist anfangs relativ gut. Ah, oh, da gab es, glaube ich, auch irgendwas, wo man mit 0 Glutasche trotzdem ordentlich Schaden machen kann. Na, muss ich mir mal angucken. Dann Rankengriff. Füge 3 Schaden zu und bringe diese Einheit nach vorn. Das ist schön, wenn wir ja, irgendwas auswählen möchten. Also, das kann man natürlich irgendwohin zielen. Und wir können auch was von unserer Seite nach vorne packen. Geht klar. Das haben wir gerade schon gesehen. Dann, als Artefakt, Stachelzauber, erhalten plus 20 magische Kraft. Können wir unser Deck mal kurz angucken? Ne, das hier ist die Map. Ach, hier. Wir haben momentan keine Stachelzauber zur Verfügung. Sporenregen, na. Alter, wir haben 3-mal Rankengriff. Und ein bisschen Kobolde am Start. Ich glaube, wir nehmen mal dieses Ding in der Hoffnung, dass wir Stachelzauber irgendwie auf die Hand kriegen. Ich werde das sowieso wieder vergessen. Wir könnten Multischlag draufpacken. Und 10 Rüstung. Ne, wir nehmen dann lieber den Damage und jedes Mal, wenn er einen besiegt, kriegt er nochmal 10 Schaden dazu. Das heißt, wir müssen uns um Tanks bemühen, die wir dann vor unseren Hornbrecherprinz stellen. Oh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, die haben auch Lebensraub. So. Ihn kann ich jetzt eigentlich schon hier hinstellen. Hab gerade überlegt, ob das... Ne, passt schon. Er wird nicht sterben. Und da wir zuerst das Maul kriegen, dann angreifen und Lebensraub haben, heilen wir uns wieder voll. Das ist nice. Ja, dann holen wir uns noch ein paar Dornen auf ihn. Und... Naja, komm. Nehmen wir den Wildholzsaft schon mal mit. Okay. Was hätten wir jetzt Schönes? 5 Schaden. Das kann man auch auf Gegner spielen. Wieso heilt der um 5? Was? Das irritiert mich jetzt gerade. Wieso halt der um 5? Ja, gut. Ja. Hätten wir das auch geklärt, ne? So, extra Money. 2 zufällige Imp-Einheiten. Ja, danke. 5 Schaden und... Oh, einen zufällig verbrauchten Zauber auf die Hand nehmen. Dann würde ich fast sagen, wir machen bei ihm hier schon mal 5 Damage. Dann ist es eigentlich schon fast egal. Dann holen wir uns nochmal die Koboldkiste. Hey, das ist nice. Schade, dass wir uns, dass wir die jetzt nicht brauchen. Okay, dann geben wir uns hier zumindest ein bisschen Rüstung mit. So, letzte Welle. Ja, Atempause. Nicht letzte Welle.
Okay. Hier werden wir schon mal 5 Schaden oben reinmachen. Aber er heilt sich vorher. Mhm. Wir können ihn hier unten halten. 2 Schaden drauf machen und wir packen hier noch ein bisschen Regeneration mit. Ach. Ja. Da hatten wir zu wenig Blutasche, um die Regeneration wirklich spielen zu können. So, was hätten wir hier jetzt Schönes? Wir könnten ihn schon mal rausnehmen. 102 Damage kommen da rein. Dann stellen wir einen Tank davor, dann müsste er tot sein, ne? Ja, passt. Dann beenden wir den Zug. Und klatschen den ersten Boss schon mal weg. Nice. Die 10 extra Schaden sind nur für den jeweiligen Kampf. Komm, wir nehmen das Ding hier. 10 Wut. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas, was uns Wut gibt. Die Stahlpolitur, die nehme ich eigentlich schon sehr gerne mit. Okay, unser Weg wird ausgewählt von alleine. Hm, nicht ganz so cool. Aber dann können wir auf jeden Fall zaubermäßig was mitnehmen. Hm. Genau, wenn wir das hier zum Beispiel machen und wir haben keine Energie mehr übrig, packen wir trotzdem Schaden auf den Gegner. Das wäre interessant. Allerdings diese 10 Wut. Ich glaube, machen wir jetzt erstmal auf Dampf ablassen. Und bei dem machen wir schon mal. Ah, stimmt, das funktioniert auch. Da kommen auf jeden Fall 20 Schaden rum. Wir würfeln nochmal neu aus. Oh, Einbehalt. Oh, was hat das gleich nochmal gemacht? Verbessert. Können wir das noch gewinnen? Ja. Diese Karte wird nach dem Spielen wieder oben auf deinen Ziehstapel gelegt. Das ist sehr hübsch für die Stahlpolitur auf jeden Fall. Doch, ja. Das gefällt mir. Wir verbessern die Stahlpolitur diesbezüglich. Und die Karte hätten wir dann für 4. Nee, dann machen wir doch hier schon. Machen wir das kostenlos. Noch eine Karte mit Verbrauch. Wir könnten hier 25 Schaden machen. Und können uns aussuchen, wohin der geht, ne? Ja, allerdings, hier wären das 23 Schaden und wir hätten da noch ein paar. Oder eine Notfallheilung. Das wäre auch eine Idee. Aber ich würde sagen, wir nehmen 23 Schaden auf einen kostenlosen Zauber. Und dann geht's auch schon weiter. 3 Dornen muss nicht sein. Vor allem gibt es als Belohnung nur 75 Gold. Er ist eh angedornt. Okay. Im nächsten Zug 2 Karten weniger ziehen. Machen wir jetzt mal. Sowieso kostenlos. Du hast Begeisterung. Das ist eigentlich okay. Ach, fuck. Na, wobei. Und wenn ich ihn jetzt nach vorne stelle, überlebt er hier. Ist egal. Ist egal. Passt schon. Okay. Ah, Packtrag 1. Das heißt, wir können hier oben auch Einheiten hinstellen, ohne dass die schwindelig sind und nicht angreifen können. Dich nehmen wir jetzt mal raus. Du hältst dich sowieso voll. Okay. Dann ja, kriegst du trotzdem Regen drauf. Okay. Unser Champ macht jetzt dann nochmal 10 Schaden mehr. Arst rein. Du stirbst sowieso. Nice. Dann kriegst du nochmal Regen drauf. Im nächsten Zug ziehe eine Karte. Mehr. Passt.
Okay, noch ein bisschen Regen drauf. Und dann gibt mir den Boss. 124. Okay, das heißt, er stirbt noch nicht wirklich. 5 Schaden. Zack. Der ist weg. 171 Damage kommt da schon mal rum. Okay, er ist im Wasch. Was? Jo. Da hat's gescheppert. Da könnte man notfalls eine Einheit retten. Das wäre zum Tanken nice. Ich nehme aber das mit Durchdringen. Das sollten wir verbessern. Und noch eine Rasiermesserschärfe. Oh nein, halt, Stacheln. Stacheln sind verbessert. 30 Damage machen die mittlerweile. Nice. Okay, was wird uns ausgewählt? Rechte Seite. Ja, das ist jetzt irrelevant. Dann lass uns zuerst mal in die verborgene Höhle gehen. Denn wenn da die Höhle der 1000 Augen kommt, dann werden wir auf jeden Fall... Yes! Zum Glück habe ich nicht schon die Heilung gespielt. Das ist aber hier vor, das habe ich gemacht. Eine Höhle der 1000 Augen scheint zu erwachen, als du näher kommst. Aus ihrer Tiefe erklingt eine Stimme. Opfere dein Leben oder deinen Reichtum, um vielleicht belohnt zu werden, wenn du für würdig befunden wirst. Normalerweise opferst du unbekannten Bestien nichts. Aber für diese Höhle konntest du eine Ausnahme machen. Wirfst du eine Opfergabe hinein? Ja, und zwar Höllenglutgesundheit. Zack, hier, bitteschön. Haha, du bist immer noch nicht würdig, sorry. Ja, dann opfern wir nochmal ein bisschen was. Immer noch nicht. Ja, nimm noch ein. 50%. Tja, 50-50, die Münze war nicht auf deiner Seite. 75%? Arsch. Für Geld. Oh, das ist eins der geilsten Artefakte für Dämonen. Dämonen erhalten Multischlag. Oh ja. Oh ja. Oh, du bist würdig. Dankeschön, Dankeschön. Jungs, hat Spaß gemacht, mit euch Geschäfte zu machen. Das hier ist wirklich eins der krassesten Items. Von daher. Ja, nee. Ach, damn it. Aber normalerweise müsste unser Champion doch auch als Dämon gelten und dementsprechend Multischlag haben, oder? Nein, hat er nicht. Wir bauen uns mal oben auf. Das hat auch einen Grund. Okay, du hast einen Tank vorne dran, dann können wir deinen Life mal ein bisschen senken. Du kriegst Dornen hin. Und wir töten schon mal einen davon. Nice. Jedes Mal, wenn die eine Runde weitergehen, sinkt ihr Schaden um 2. Deswegen habe ich dir das schon mal hingestellt. Und wir töten hier fleißig weiter. Den hebe ich mir noch auf. Oh, du stirbst? Oh, 9 Schaden kommen hier an. Alter Lachs. Ja, dann hauen wir hier mal ein bisschen Reach. Ach, komm. Zack. Schon mal ordentlich Schaden reingeklatscht. Jetzt brauchen wir aber eigentlich noch mal ein bisschen was, um hier was zu tanken. Oh. Der will uns töten. Das ist nicht gut. Wer hätte es gedacht, ne? Wer hätte das gedacht? Damn, das war... Das hätte ich mir sparen können. Hätte ich den lieber verwurzeln sollen. Fuck. Ja, war sinnfrei. War sinnfrei.
Oh oh. Bitte gib mir was zum Wegtanken. Gib mir einen Zugbegleiter. Nice. Okay. Wir können sogar zwei Dödel hinstellen. Okay, stirbt auf jeden Fall. Wir haben da oben wieder ein bisschen Platz. Und hier unten räumen wir schon mal wieder auf. Ach, eine Einheit aufsteigen könnte ich lassen. Ah, nicht wirklich, nee. Zack, nochmal 10 Damage auf unseren Champ. Das gefällt mir nicht wirklich hier. Einer würde draufgehen bisher. Okay, wir töten die zwei. Holen uns hier nochmal einen Tank dazu. Ah, da würde... Okay, ich kann hier, glaube ich... 6... Ah, damn. Wir kriegen ein bisschen Schaden oben in unserer Höllenglut. Au. 2 Damage. Uncool. Ey, jetzt kriegen wir hier mal unsere Stahlpolitur. Nach vorne und 10 Rüstungen. Komm. Dann holen wir uns hier noch einen zum Zuhauen. Komm, du kriegst einfach mal einen Regen. Ach, die Regen ist eh wieder weg. Egal. Egal. So. Ja, wenn das halt eher kommt, ist das deutlich besser. Okay. Du kommst weg. Nochmal 10 Wut drauf. Ja, da sieht man schon, das rockt schon. Also der verteilt ordentlich Schmerzen. Er muss nur überleben. Ja, sie stirbt. 134. Nice. Okay, sie ist sowieso im Arsch. Passt. Schade, dass unsere Punktzahl dadurch jetzt leidet. Weil wir erstens Schaden gekriegt haben, minus 4%. Und weil wir sie auf der obersten Ebene besiegt haben, gibt es nur 10% Bonus und nicht 50%. Nicht so cool. Die volle Gesundheit wiederherstellen. Oder 10 Life draufpacken. Kostet aber auch 3. Nehmen wir. Gib mir den Dämon. Nice. Der hat von Haus aus Multischlag drauf. Und wir nehmen uns auf jeden Fall das Ding. Ah, sehr schön. Eine Schatzkiste. Was? Nee. Von Anfang an voll Stoff. Oh. Das ist jetzt natürlich die Frage. Er hier würde mit Multi-Angriff jede Runde 10 Angriff dazu kriegen. Wir nehmen ihn. Auf lange Sicht ist der schadvoller. Wir holen uns jetzt hier nochmal das gleiche. Besiegen plus 20 anstatt plus 10. Gegnerische Nicht-Boss-Einheiten erhalten Multischlag. Das wären dann anstatt 5 gleich mal 10 Schaden. Oh, Eile muss man auch in Betracht ziehen. Das heißt, die mittlere Ebene ist nicht so prickelnd. Wie viel Damage kommt da rum? 6. Das heißt, du kannst das schon mal tanken. So, der stirbt, du kriegst mehr Damage. Gut. Dann töten wir ihn hier weg. Und wenn der nach oben kommt, ist das eigentlich fast egal. Den können wir dann, den können wir mit ihm hier töten. Das ist ja lustig. Okay.
Wir bräuchten noch das Artefakt, das unsere Glutasche zwischen den Zügen beibehält. Ja, den packen wir jetzt dann doch mal lieber hier hin. Zack, alles tot. Du kriegst mehr hier hätte es mehr Sinn gemacht. Okay. Der Eileboy kommt weg. Zack, 50 in die Fresse von dem Goldviech. So ist schön. 10 live. Ja, bitte. Dann wird er ein bisschen tankiger. Du bleibst einfach mal hier unten. Das war genauso wie vorher, die gleiche Schause. Brauchen wir nicht. Zack, 120 Damage macht er jetzt schon. Okay, den nehmen wir aber mit. Oh ja, die Kiste nehmen wir mit. Dich töten wir raus. Du wendest Wut auf verbündete Einheiten an. Ja. Dich brauchen wir momentan nicht. Dich heilen wir aber auf jeden Fall. Und du kommst jetzt trotzdem mal in die Mitte. So. 140. Oh ja. Extra Wut wäre eigentlich auf ihm hier sinnvoller. Aber er stirbt eher. Komm. 10 Wut. Hau raus. 600 und er ist auf jeden Fall im Wasch. So. Den wollte ich aber trotzdem noch weghauen. Jo. Ja, 154 Schaden. Da hat er nicht lange was zu melden. Hier nochmals verteidigende Variante. Oh. Das ist alles Scrap. Für das Deck, was wir momentan haben, ist das nichts. Heilung, ey, wir heilen 2. Das ist ja klasse. Okay, wir können uns was kopieren. Das ist immer so eine Sache. Was wollen wir? Wir könnten uns... Moment. Das hier kopieren. Ja. Machen wir. Vor allem die Modifikatoren auf der Karte werden mitkopiert. 4 Dornen. Das würde unseren Champ sehr schnell töten. Ich hasse diese Viecher. Die haben eine Tarnung. Das geht ja noch. Das heißt, sie können erst in der Mitte angegriffen werden. Oder halt eben mit Zaubern jetzt. Nur, dass wir nicht wirklich Zauber zur Verfügung haben. Und ihn kann ich nicht hier unten reinstellen, weil der sofort verreckt. Gut, dann lass uns mal die Mitte voll machen. Moment. Du würdest 2 töten, egal was wir machen. Nö, dann passt das schon. Dann kriegst du auch noch Rüstung dazu. Und wir verwurzeln niemanden. Die sollen ruhig nach oben kommen. Dann wird unser Champion auch stärker. Du, mein Freund, kannst eigentlich hier nach unten. Du kriegst dann zwar aufs Maul. Na, wobei, du kriegst nicht unbedingt aufs Maul. Du kriegst nochmal 10 Rüstung. Und dann ist er leider verschwunden. Das waren 75 Gold momentan, oder wie viel? Ja. Haha. Ja, ja. Am Wasch. Oh, der Tank ist fast weg. Nice. Schön, die Stahlpolitur. Ich würde fast sagen, es macht mehr Sinn. Die holen wir jetzt auf jeden Fall. Oh ja, den... Oh scheiße, den brauchen wir gar nicht. Den können wir gar nicht hier spielen. Wir könnten hier oben schon mal einen Tank hinklatschen. Wie schaut sie aus? Okay, die sind tot. Wem geben wir diese Stahlpolitur denn? Es würde eigentlich mehr Sinn machen, das ihm hier zu geben. Einfach weil er dann doppelt Damage macht.
oder ihm schon mal vorbereiten. Das Problem ist, die trifft er überhaupt nicht. Okay. Kriegst du. Ja. Tarnung ist so mies. 10 Life und 3 Dornen. Wenn ich ihm jetzt die Dornen geben würde, würde er keine 20 Damage raushauen. Ist ungünstig, möchte ich nicht. Von daher... Hauen wir alles hier rein. Okay, den hauen wir aber raus jetzt. Die 7 Schaden spare ich mir. Okay, die kurze Atempause. Dann kriegst du noch mal ein bisschen Life dazu. Ja, komm. Regen kommt auch rein. Ja, die 2 Schaden sind egal. Und da ist der Chef am Start. Das ist sehr schön, dass wir auf jeden Fall die 2 schon mal rauskriegen. 65 Schaden. Nicht die Welt. Brauchen wir jetzt aber auch momentan nicht. Du wirst nochmal geheilt und kriegst dann auch noch hier eine Politur. Und dann lass uns mal hoffen, dass wir ihn wegkriegen, wenn wir in der mittleren Ebene sind. Ich glaube schon, dass das ein rotes X sein wird. Jo. So, dann kriegt er nicht mal aufs Maul. Zack. Zack. So, genug gespielt. Hauen wir den doch mal richtig weg. Nice. Verdopple die Rüstung einer Einheit. Das ist ein schönes Zusammenspiel. 4 Wut und 5 Rüstung. 4 Wut wären 8 Schaden, die sich abbauen. Sind mir ehrlich gesagt alle zu teuer für das, was die machen. Oh, Stacheln. Ja, die Stacheln sind geboostet, dann müssen wir doch auch diese Stachelkarte nehmen. Oh, sehr schön. Wir kommen wieder an ein Artefakt. Das ist schön. Chance, die Gegner zu tauschen. Das heißt, dass ein Tank mal hinten steht, was dann überhaupt keinen Sinn mehr für die Gegner macht. Für uns aber schon, wenn wir erstmal den Damage-Dieter sozusagen auf draufhauen. Ah, das... Wir haben... Komm. Lass uns einfach ein Sengen verbessern. Die Karten sind sowieso ein bisschen... nicht so prickelnd. Das ist auch nice. Erstens hier, wenn wir Dornen haben, kriegen wir Attack. Wir haben nicht so viele Dornen. Das wäre richtig geil für den Standard-Champion der Erweckten. Da kannst du, glaube ich, 40 Dornen draufpacken. Einfach so als Champion-Skill. Wir nehmen Einheiten, haben einen weiteren Verbesserungsslot. Auch wenn wir uns nicht sicher sein können, dass wir die Verbesserungsdinger überhaupt ansteuern. Okay. Dann versuchen wir uns nochmal an dem Dödel. Der ist neu hinzugekommen damals mit dem Friends and Foes DLC. Das war kostenlos. Du kommst raus. Du musst leider Tank spielen. Und deswegen... Oh. Ich wollte gerade sagen, deswegen kriegst du mehr Life, aber das ist ja gar nicht die Karte gewesen. Okay, passt schon. Die Stahlpolitur würde 3 Life geben. Ich weiß nicht, der ist so ein bisschen wasted vielleicht. Das ist nice. Das ist nice. Den packen wir jetzt einfach mal hier hin. Ah, ich habe die Mitte zu... Ich Vollidiot.
Ah, ich Depp. Ich wollte ihn halt hinstellen als kleinen Mini-Tank und habe dann beim Setzen gemerkt, oh, ich habe mir die Mitte zugebaut. Naja. Es gibt Schlimmeres. Warte, was machst du? Okay, Versammlung machen wir nicht. Wir casten hier keinen Manschgölle rein. Ja, die Stahlpolitur. Komm, du kriegst noch 3 Damage dazu. Da kommt aber ein bisschen was nach oben. Und 2 Geiselkarten kriegen wir ins Deck gemischt. Oh. Ich hab keine Lust auf die Geiselkarten. Vielleicht ein bisschen verschwendet. Ja. Aber ich wollte die Geiselkarten nicht haben. Ja, da hat sich gerade die Reihenfolge geändert. Nice. Alright. Dann heilen wir da mal ein bisschen, hä? Huh? Ja, komm. Bisschen Heilung ist okay. Dann hauen wir da einen Tank hin. 3 Schaden sind komplett irrelevant. Ich könnte ihn da noch stehen lassen. Komm, machen wir den weg. Jetzt kriegen wir trotzdem Geisel. Nein, kriegen wir nicht. Er ist ja verreckt. Nice. Alright. Er kommt mit 90 Life nach oben. Stirbt. Nice. Gut, dann heilen wir hier nochmal ein bisschen. Verwurzelt könnten wir, brauchen wir nicht. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, also als Überlegung, wenn wir irgendwas hätten, was zaubermäßig uns noch was bringt. Also frei nach dem Motto, wenn du etwas zauberst, kriegst du Rüstung oder sowas. Aber da das nicht der Fall ist, ist das völlig irrelevant. Lass eine Einheit aufsteigen, das können wir jetzt machen. Und zwar kommst du nach oben, weil du dann einfach verrecken wirst. Alright. Dann habe ich das, glaube ich, auch relativ gut gelöst. Einziges Problem ist, er sinkt langsam arg, was sein Life angeht. Und unser Champion hält nicht viel aus. Also wir heilen ihn. Setzen wir hier noch einen Zugleiter rein irgendwo? Nee. Gut, dann töten wir den vorderen so. Zack. Alright, die letzte Welle. Er kriegt momentan nur 121 Schaden. Ja. Das ist ein Problem. Du stirbst sowieso mit einem Hit, wenn du dran bist. Das heißt, du machst am besten nochmal Damage. Und wenn wir dir Life geben, sind wir schon auf 500. Du würdest dadurch 6 mehr Schaden machen und du würdest 3 mehr Schaden machen. Im Prinzip ist es egal. Komm, machen wir hier 6 Schaden rein. Und ich muss mal kurz in meine Karten gucken. Wir haben keinen. Ah, hier sind noch 2 Zuggleiter drin. Das heißt, wir müssen sowieso Zuggleiter spielen, weil wir nichts anderes mehr im Deck haben. Könnte knapp werden. Es könnte sein, dass wir hier verrecken bei dem. Okay. Dann polieren wir ihm mal ein bisschen die Phrasen. 10 Dornen. Ja, ist eigentlich bei ihm auch. Ach, 3 Dornen, 10 Life, sorry. Okay. Er hat noch 800, wenn er hochkommt. Oh oh. Und er macht 25. Oh, 300. Alter Lachs. Oh. Das ist zum Glück nice. Immerhin 90 Damage reingedrückt. 25, das heißt, du bist One-Hit. Ah. 508. 516. Ah. Okay.
Es kann sein, dass der Run zu Ende ist von dem Daily. Jupp. Ja. Arkus, du bist doch ein Arsch. Oh, da ist unser Zug entgleist. Ei. Damn. Das war etwas schlecht. Haha! Mehr Punkte aber. Oh, also dieser Run, der fühlte sich echt gut an. Im Endeffekt war es dann aber dann doch eine kurzlebige Sache. Aber positiv sehen? Video ist nicht so lang. Also, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Daily Run. Bis dann, ciao.